Peggy 18. Ja, und damit, meine lieben Leute, hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir zu God of War. Die PS4-Version eigentlich, aber wir spielen es auf der PS5 in 4K, 60 FPS. Das ist das erste Let's Play, das ich jetzt so aufnehme. Vielleicht ist es nicht das erste, das zuerst auf YouTube kommen wird oder beziehungsweise veröffentlicht wird für euch jetzt. Ich werde es auf patreon.com, könnt ihr es früher anschauen. Auch wenn noch nicht alle Parts da sind. Ja. Aber ich werde dazu sicher noch ein Video machen. Ich nehme das Ganze über die Elgato 4K 60S Plus auf. Und meine Stimme auf dem PC. Ne? Also das eine wird über die Capture Card aufgenommen, auf die SD-Karte. Ich hoffe, das funktioniert alles super. Also eigentlich müsste die Aufnahme dort super laufen. Aber auch, dass ich das hinbekomme, dass man meine Stimme dann hier zusätzlich nebenbei hört, natürlich, ne? Und das von der Lautstärke her hoffentlich alles passt. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mit dem Spiel. Story. Ich ziehe ein Spiel, die Story ohne große Gameplay-Herausforderung erleben möchten, ja. Ich ziehe ein ganz schweres Spiel. Gut, wir nehmen Story. Ich weiß übrigens auch nicht, ob ich das ganze Spiel fertig Let's Playen kann. Jetzt, so wie ich es jetzt hier habe. Ich habe das Ganze über PS Plus bekommen. Aber ich hoffe, ich werde da trotzdem fertig. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ehrlich gesagt geht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Und ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Ich kenne die Vorgänger nicht. Ja, aber ich würde sagen, dann schalten wir rein. Okay, die Axt kann ich schwingen. Ich habe keine Ahnung, übrigens auch nicht von der Steuerung. Wir fällen einen Baum, wieso auch immer. Ich weiß, dass er irgend so einen Halbgott oder einen Gott darstellen soll. Ich weiß auch nicht. Irgendwie aus mehreren Mythologien. Ja. Oha. Hab einen. Steig jetzt in das Boot. Ich wollte schon sagen, dass er den Baum tragen will, aber tut er ja echt. Nice. Ich weiß jetzt nicht mehr genau gerade, wie die Figur heißt. Ich glaube, er hieß Kratos, wenn mich nicht alles täuscht. Das wurde, glaube ich, unten angezeigt wegen dem Titel, beziehungsweise Untertitel, meine ich. Ja, das ist unser Sohn, mehr weiß ich auch nicht.
Soll ich ihn noch ans Boot binden? Ich weiß nicht. Kannst du gerne machen. Junge. Genau, Kratos, Meister. Das reicht aus. Dem Fluss abwärts folgen. Okay. Also grafisch sieht das echt nice aus, ne? Ich muss immer sagen, oder dass ich es einfach auch mal wisst, gespielt ist es natürlich, sieht es immer besser aus. Also für euch ist die Quali ein bisschen schlechter. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater. Das war die ganze Fahrt. Wieso habt ihr eigentlich einen Baum von dort geholt und nicht von hier? naja, egal. Fragen wir auch besser gar nicht nach. Also, dieser Baumstamm wiegt locker eine Tonne oder eine halbe jedenfalls. Und jetzt nass ist, glaube ich, noch mehr. Also für den hier. Aber es ist ein schöner Wald. Ich kann mich übrigens fast gar nicht bewegen. Also, das ist hier Rand. Rückwärts kann ich auch nicht laufen. Okay. Ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls sehr interessant. Da steht die ganze Zeit irgendwelche Namen. Ah ja, okay, wer die Musik gemacht hat und so. Ich weiß nicht, ob die Musik Copyright ist, keine Ahnung. Hoffe nicht, dass das allzu schlimm ist. Naja. Wahrscheinlich so wie üblich. Nicht monetarisierbar oder was auch immer. Was momentan ja eh nicht wichtig ist. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei.
Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht zu 100... Warum tun wir das? Ah, doch, jetzt? Das ist ein Vorteil. Du musst wissen, ob du die Reise okay. überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Achso, ich dachte, er hätte sie in die Mitte gesessen. Nicht so. Die würde doch runterpurzeln, oder nicht? Also, erstens mal, dass das Holz überhaupt brennt, hier ist ein Witz. Weil wir haben ja diesen. Baum. Ja, hier hingebracht. Das sieht aber nicht ganz mehr nach dem Baum aus, wo wir hier hingebracht haben. Der war ja ein bisschen größer. Ich weiß, er hat ihn zerhackt, aber so. Ja, ich weiß es nicht. Außerdem eben, dass es überhaupt brennt, finde ich ein Witz. Naja. Und außerdem, es würde ziemlich Rauch geben bei der Nässe. Und es hat ja auch Schnee drauf, also von dem her. Ja. Ach ja, etwas, was ich noch nicht gesagt habe. Es kann gut sein, dass ich manche Parts nachkommentieren werde. Das heißt, dass ich die einfach... so für mich privat aufnehme, mit der Game Capture Card so ein bisschen zocken werde und das später dann irgendwann nachkommentieren werde. Das hier bei diesem Part ist natürlich nicht der Fall, ne? Aber ja, man kennt es ja von zum Beispiel... Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Man kennt es ja von Klonoa Empire of Dreams, was? Drücke... Aktion. Ach, um die Kamera zu ändern. Okay. Oh, wir haben hier viele Fertigkeiten. Kann ich auch gedrückt halten? Ne, macht er nicht. Ziel. Ein Fertigkeitenbaum? Sehe ich das richtig? Irgendwas mit Axt? Nahkampf? Fernkampf? Ah. Schauen, ob ich das alles verstehen werde. Kann ich schon schlagen? Ne, ich kann noch nichts machen. Aber da ist irgendwas. Kreis. Erkunden Sie die Welt, um wertvolle Ressourcen zu finden. Hacksilber. Ich kann auch nicht rennen. Hä, hey, das sieht doch nach einem Boot aus. Ich sehe vorne nach. Wir haben beim Haus diesen kleinen Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, könnten sie einiges wertvoller sein. Ach so. Okay, jagen gehen. Ach, das sind Ziele. Okay, gut. 1 von 4, wenn ich richtig gelesen habe. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Wir machen jedenfalls auch Spuren. Was jetzt? Oder? Über den Spalt springen. Hier lang, Junge. Hep. Oh. Halt! Hirschspuren! Frisch! Hier lang! Ich
Ich will mit X springen, nicht mit Kreis. Gefunden! Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Das sah aber gut aus, der Hirsch. Oh, da können wir später vielleicht hin. Naja, vielleicht kommen wir da auch später hin, wer weiß. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Was, R2? Wow. Los. Ja, finde auch schön. Oh, was ist hier passiert? Ah, er kann die Axt rufen. Haben wir schon gedacht, wie kommt die Axt da zurück? Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur. Wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Also man kann ja sagen, er ist kalt und grau, so sieht er auch aus. Aber in dieser Wildnis, um überleben zu können, naja. Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Okay, sehr komische Monster. Ach, ernsthaft? Ach, ein Schild hat er auch noch. Das mit der Axt rufen verstehe ich noch nicht so ganz. Ach so. Ach so, okay. Was halte ich? Drückt, um auszuweichen. Wie einfach mit dem Schild auf den einen Trash dir. Wo ist jetzt? Was ist jetzt eigentlich die Axt? Ich fäll mal einen Baum mit meinen Händen. Die waren bisher noch nie so nah an unserem Boot. Geh weiter. Hier wäre eigentlich die Axt, aber es brennt einfach noch. Okay. Er tritt drauf. Nice. Vorhin stand auch noch nach oben drücken. So. Gibt's eigentlich sonst irgendwas noch? Ja gut, ich würde sagen, meine lieben Leute, das wäre mal der erste Part. Danke fürs Anschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Man, so noch richtig aussprechen, ne? Also, macht's gut, tschüss. Hier lang? Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein.
Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Die Axt, die du da hast. Du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen.